Frau Burla, ich weiss, Sie sind für die Parade zuständig, aber immer wenn Sie spielen, macht Ihr Team viel Goal. Wie haben Sie da einen Einfluss drauf? Ja, schwierig zu sagen. Ich probiere, mein Team von hinten zu unterstützen. Ein bisschen steuern, probiere, ich probiere, dass sie ihr Spiel können spielen und sie von hinten unterstützen. Ja, schlussendlich macht das Team nicht ich. Jetzt haben sie gleich gewonnen. Ich glaube, die erste Halbzeit müssen sie sich wahrscheinlich ein bisschen ärgern. 45 Minuten nicht zu tun, dann gibt es gleich ein Goal. Wie haben Sie die dominierende Phase erlebt? Ja, also sehr ruhig war für mich. Es ist ein bisschen blöd, haben wir es gehabt bekommen am Schluss. Es ist nicht nötig, es ist wirklich die Konzentration, die dort noch gefällt hat. Es war eine sehr, sehr gute erste Halbzeit vom Team. Ja. Zweite Halbzeit lassen wir ein bisschen nach. Was haben Sie das Gefühl, was das Problem war? Ich meine, das Goal vom Eckball aus könnte sein, aber ich glaube, es ist nicht an dem gelegen. Nein, ich glaube, das Problem war, dass wir gar nicht gemacht haben. Anfangs der zweiten Halbzeit, dann haben wir Duell nicht gewonnen und die GC hat deutlich besser gespielt in der zweiten Halbzeit. Ja. Jetzt heisst das ein Sieg, das heisst, man ist noch an Zürich dran. 9 Matches sind gespielt. Was ist die Bilanz? Gerade für einen Goalie, der 3 oder 4 davon gespielt hat, oder? Ja, es war mein erstes Spiel, das ich jetzt in der Meisterschaft gespielt habe. Wir schauen Spiel für Spiel und jedes Spiel gewinnen ist das Ziel. Und dann schauen wir, wo wir am Schluss stehen. Frau Walker, wenn man jetzt die letzten 10 Matches gesehen hat, gegen Servette und gegen Basel, haben wir das Gefühl, das Resultat ist ein bisschen unfair für das, was ihr leistet. Wie kommen die gleich zustande? Wir machen extrem viele Eigenfehler. Das ist unser grosses Problem. Also gegen Servette haben wir uns, weiss ich, viel selber eingeschossen und heute wieder genau gleich. Die Leistung ist, also wir müssen sagen, wir waren in beiden Spielen schlechter gewesen. Das ist schon so, aber das Resultat widerspiegelt das ganze Spiel schon nicht so. Aber sind wir selber schuld, wenn wir so wohl bekommen. Jetzt die erste Halbzeit hier in Basel, extreme Dominanz von Basel. Wieso ist es euch nicht gelungen, das Spielaufbau von hinten, selbst wenn ihr den Ball hattet, habt ihr den extrem schnell wieder verloren? Ja, erste Halbzeit, sie haben uns hoch zugestellt. Wir waren ein bisschen verunsichert, haben dann etwas probiert. Das hat nicht wirklich funktioniert, aber nach der Pause hat unser Trainer etwas umgestellt. Er hat gesehen, was das Problem ist, er reagiert darauf und dann ist es besser geworden. Es wird besser, auch wenn Basel ein paar Chancen auslässt und ihr nochmals ein Goal schiessen. Wie hätte er dort nochmals ein Drittes und ein Viertes hinbringen? Ja, genau das gleiche Problem wie auch, wie ich vorhin schon angesprochen habe. Wir machen einfach zu viele Eigenfehler. Wir kommen zu viel Goal aus diesen Fehlern und nachher, ja. Es ist ärgerlich, jetzt 2x6 Goal bekommen, obwohl die Leistung wahrscheinlich dem nicht entspricht. Es ist nicht ein Saisonstart, wie ihr euch gewünscht habt. Jetzt haben wir aber schon 2 Saisons gehabt, wo ihr den Saisonstart wieder wettmacht. Meistens erst im neuen Jahr. Wie schafft ihr es, das mal, da jetzt schon in diesem Jahr zu kehren? Gut, es ist jetzt ein Viertel vorbei. Wir haben gegen jeden einmal gespielt. Wir starten irgendwie einfach nicht gut. Das ist so bei uns. Aber wir arbeiten gut, die Trainings sind gut, die Qualität in den Trainings ist wirklich gut. Und darum bin ich weiterhin positiv, dass wir das jetzt den zweiten Viertel besser gestalten werden. Sebastian, 50 Minuten Dominanz und dann irgendwie immer noch ein gutes Spiel, immer noch ein paar Torchancen, aber nicht mehr die Dominanz. Was hast du in der ersten und der zweiten Halbzeit gesehen? Die erste Halbzeit, unsere Mannschaft ist sehr effizient mit einer guten Spielkontrolle für unsere Passform. Ich habe gesehen, unsere Spielerinnen sehr, sehr gut auf dem Platz, mit viel Vertrauen, mit viel Spaß. Und aber die zweite Halbzeit, mehr unter Druck. Nicht viele Qualität für unsere Pass, erste Pass. Und da, ja klar, 6-2, 4-1 in die erste Halbzeit. Aber ich habe gesehen, die beste erste Halbzeit für die erste Phase. Das waren die Transitionen, die GC fertig gemacht haben. Bälle von links nach rechts, von hinten nach vorne. Wie hast du das mit deinem Team trotz sehr vielen Absenzen einstudiert?
Für die Transition? Ja, klar, unsere Projekt, Spielidee heute était de mehr Passform, mehr Bewegung, mehr Station. Wir haben gesehen in erste Abzeit, in zweite Abzeit, ja, eine andere Strategie für unsere Gegner, mehr unter Druck. Et ja, wir müssen lernen das et schauen nouveau nächste Woche et die andere Woche für Arbeit besser für unser Spielprojekt. Mais das kommt gut. Viele Chance, hein, André. Wir haben gesehen, heute viele Chance. Aber okay, Effizienz, aber ich mache mit meinem Staff die Statistik. Ich weiß nicht, wie viel Torchance heute. Aber sechs Tor, schade, zweite Gegentor. Surtout die erste. Neben der Halbzeit eine Fehler. Ouais, wir müssen mehr konzentriert für diese Situation und kein Risiko machen in Zone 3. Quoi. Du sagst Effizienz, ich meine, viele Sünden von Schundorf, 33, du kannst dir nicht mehr beibringen. Sie weiß ja, wie man diese Tore schießt. Ein schlechter Tag, in Anführungsstrichen, super im Aufbau, aber vor dem Tor, das geschieht. Aber wie können die Jungen noch mehr Tore schießen? Ja, Gratulation für unsere Vice-Kapitän, Kike Sundorf. Sie hat gemacht viele Laufe ohne Ball, viele Chancen. Sie geht en 1 gegen 1, sie macht Passqualität. Aber ja, wir dürfen lernen. Wir sind eine junge Mannschaft und wir schaffen, wir arbeiten auf dem Platz im Training mehr in Zone 3 für die letzte Geste, eine gute Bewegung, gute Flanke und Torschuss. Wir haben respektiert unsere Gegner. Mehr, okay, 10. Natürlich, nicht 10, es sind 6, 6-2 und wir sind nur in AXA Super Women League. Donc c'est aussi schwierig d'en mettre de d'avoir 6 Tore geschossen. Ich will noch eine taktische Sache ansprechen. In der ersten Halbzeit spielst du ohne 6, also Riola als hinterste Frau im Mittelfeld. Das geht, wenn ihr so dominiert, aber es ist mutig, so zu spielen mit Riola, Hotti und Mayr alle gegen vorne ausgerichtet, oder? Kein 6. Kein 6. Riola, aber es ist kein klassischer 6. Ja, aber Riola hat gemacht, ich weiß, ich glaube, 2 Assists. Aber Riola war ja, aber immer, ja, natürlich, unsere aber Riola ist. Andere Position. Ja, andere Position, aber unsere Balance und unsere Mannschaft will eine bessere diese Position. Riola, wir machen souvent die Rotation und die Bewegung in Mitte, im Zentrum. Wir haben 3 oder 4 Spielerinnen sehr gut. Chiara Schmidt, okay, sie hat nicht gespielt, aber sie ist auch unser System. Là, wir haben geschaut, Riola, Elie Mayer und Vanessa Otti. Ja, aber 6, ich weiß nicht, ob diese Frage für Riola. Okay, wir dürfen, sie hat ein Profil Box-to-Box, okay, mit viel Leidenschaft, mit viel Qualität Athletiker. Aber ja, en 6, letzte Saison, sie hat gespielt en 6. Là, ja, wir haben probiert in die Anfang en 8. On a viele Situationen in Station für Riola und für die anderen auch. Jetzt ein Punkt hinter Zürich. Vieles machbar noch. Hein? Ja, wir sind in der Zone 1. Stefano Secaroni, unser Leiter, hat gesagt, Freitag, ja, 3 Zonen. Lugano en 3, 2 Zonen avec IB, St. Gallen et die andere, Grasshopper, etc. Et Zone 1 mit Servette, mit Zurich. Maintenant Basel, 1 Punkt, 4 Punkte. Ja, die erste Phase gut, 14 Punkte, 1 Punkt de Zurich. Maintenant une zweite Abseite. Zweite, non, nicht in zweite Halbzeit, die zweite Phase. Wir probieren, wir schaffen, pour être encore besser, weil unsere Verein und unsere Struktur ist das. Im Dezember Spitze? Dezember Spitze, le 6 Dezember. Wir machen ein Interview. Ende Dezember. Nein, Step by Step, Spiel par Spiel. Et là, wir spielen nächste Woche gegen Luzern.
Ich habe geschaut, unsere Staff mit Benoît, Adrien et die andere, die Analyse für Lucerne kommt gut, okay, mit Melanie Müller, kommt Family, natürlich. Voilà, c'est une gute Mannschaft. Aber wir sind da heute. Et wir sind froh. Ein Sieg ist ein Sieg. Maintenant, ja, wir schauen. Unsere Ziele ist unsere Stadt. Die Stadt Basel ist rot-blau und wir wollen immer besser machen. Aber wir haben geschaut, Achtung, le 3-0 gegen Servette. Maintenant, wir sind mit 3 Sieg. Wir dürfen eine, in Französisch, wir diese eine Serie. Et là, wir schauen le 6 Dezember. Aber wir sind da et wir sind froh heute.